Dann aus drei Gründen. Die ist von Tom to Cool. Manchmal kann man es nicht lesen, weil ihr die falsch ausdruckt mit keinen Umlauten. Nein, das ist mein E-Mail-Programm, macht irgendwie komische Zeichen manchmal. Dieses allerdings von Tom to Cool. Die Sendung ist der Oberhammer, aus drei Gründen. Der Postbote, das bin ich. dann der Etienne und der Nils. Aber das ist, und ich fühle mich immer wie zu Hause, denn ich habe das Sofa und den Sessel auch zu Hause. Gut, ja, na gut. Den gleichen oder was? Tut mir leid. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Vor allem, wie das passiert. Schick doch mal ein Bild. Also, das würde mich immer interessieren, wie ein Raum zu Hause heimelig sein kann mit diesen Sofas. Würde mich mal interessieren, wie es bei dir eingerichtet ist. Schick uns doch mal ein Foto. Vor allem, ich finde das ein bisschen arm, die gleichen Möbelstücke zu haben wie jemand anders. Ja. Okay, der muss dauert. Ich soll euch noch eine vorlesen? So. Aber wenn er kommt, dann krass. Hier habe ich auch noch eine, über die habe ich mich auch sehr gefreut. Ja, lese mal vor. Ich die ist von Tobeth oder sowas. Keine Ahnung, die Umlaute funktionieren ja nicht. Und hey, Late Nights, ich wollte nur mal erwähnen, dass mir tierisch auf den Sack geht, dass der Jan die ganze Zeit mit in der Sendung sitzt. Jan bin ich übrigens. Vielleicht meint er den Kollegen da hinten. Ja. Dann ist er weiter. Was? Genau. Um ehrlich zu sein, er ist ein beschissener Moderator und nervt. Der bringt einfach nicht diesen Stil, diese Intelligenz, dieses Aussehen, diesen Humor und all den Kram mit wie ihr. Ich wusste gar nicht, dass uns deine Mutter auch E-Mails schreibt. Hat er jetzt. Ah, ja, das den ist. Hast du auch nee, der kam jetzt erst. Langatmig vorbereitet. Hast du gar nicht vorgelesen, da steht auch irgendwas mit Wichser, das hast du gar nicht vorgelesen. Ja, den Rest. Hier unten haben noch 10 random Beleidigungen reingehauen, die lasse ich einfach mal. Und da war ich mir sicher. Aber ich werde nächste Woche meinen Antwortbrief zurückschlagen. Vom Anwalt. Ja, nee, ich schreibe persönlich zurück hier an die Adresse. Ja, ja, ich finde aber echt, ich finde es fies, noch auf dir rumzuhacken, wo du doch eh schon. Ja. So, wir können jetzt. Da war auch eine Lobesmail dabei. Ja, ich bin auch dabei, der Meinung, es wird Zeit für Musik. Wir freuen uns sehr auf unseren musikalischen Gast. Und zwar ist das heute der Gero von Capricorn. Mit seinem Erfolgshit ist City Dressed in White. Album ist raus. Album ist raus. It flows too fast. Just flickering. The swamp fire flies in a haste, goodbye. And turning around feels like hitting the ground. On a high flight escape to the lost and found. And streetcars rumbling with a slight dim through the night. Take me back to when I was blinded by your eyes and roamed the nightlife of a city dressed in white. Feet on the ground, head to the sky. Feeling the moment, forget and moving ahead feels like turning around. Cause you're in the view in the sound. Oh, face me now. And streetcars rumbling with a slight dim through the night. They take me back to when I was blinded by her eyes and roamed the nightlife of a city dressed in white.